Herzlich willkommen bei der Sendung «Geld» und schönen Abend. Verwerfungen an den Finanzmärkten in diesem Jahr haben viele Privatanlegerinnen und Anleger stark verunsichert. Viele Leute sitzen aktuell auf beträchtlichen Buchverlusten und machen sich Sorgen, was in den nächsten Monaten noch weiter auf sie zukommt. Speziell im bisherigen turbulenten Anlagejahr 2022 ist, dass man gerade mit mehreren Anlageklassen Rückschläge hat müssen einstecken. Nicht nur bei den Aktien, wo man sich als Anleger an starke Kursschwankungen gewöhnt ist, sind Kurse eingebrochen. Auch mit vermeintlich sicheren Obligationen ist es bei vielen nicht rumgelaufen und die Kursbilanz ist rot. Umso mehr fragen sich momentan viele, wie sie ihre Sparbatzen sicher anlegen können in unsicheren Zeiten. Ich begrüsse jetzt Pascal Bruder, Leiter, Teamleiter Privatkunden bei der Acrevis Bank. Ja, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die steigenden Zinsen und auch noch gerade die hohe Teuerung. All diese Faktoren verunsichern. Stimmen wir am Anfang von einer wahrscheinlich doch sehr langen Base? Ja, das ist gut. Das ist, glaube ich, gerade die Gretchenfrage am Einstieg von dem Gespräch. All die genannten Faktoren, die Sie sagen, die verunsichern den Anleger im Moment sehr stark. Dass wir mitten in einer Base sind, ist glaube ich, leider ebenfalls Tatsache momentan. Die Frage ist, wie lange uns der Tief begleiten wird. Da spielen verschiedene Faktoren mit rein, wie beispielsweise eben der Krieg in der Ukraine. Auf der anderen Seite versuchen immer mehr Nationalbanken durch eine straffere Geldpolitik die Inflation in den Griff überzukommen. Ob das gelingt, ist die grosse Frage. Setzt sich selber ein Fragezeichen dahinter. Und darum glaube ich schon, das Risiko ist da, da wird uns länger begleiten. Normalerweise geht die Entwicklung von Aktien und Obligationen auseinander. Warum hat man in diesem Jahr auch mit vermeintlich sicheren Obligationen so viele Buchverluste eingefahren? Die Preise von Obligationen bewegen sich vor allem wegen dem Ausfall und dem Zinsänderungsrisiko. Solange die Konjunktur noch gut läuft, wie im Moment, ein bisschen langsamer wie auch schon, und wenn man Wert legt auf solide Schuldner, ist das Ausfallrisiko überschaubar. Viel mehr ins Gewicht fällt das sogenannte Zinsänderungsrisiko, beziehungsweise im Moment die Situation mit den steigenden Zinsen. Wenn ein Käufer von einer Obligation heute eine Obligation kauft, die Zinsen steigen, hat er unter Umständen morgen schon ein viel lukrativeres Angebot bekommen. Das bedeutet dann wiederum, seine bestehende Obligation, die Nachfrage wird kleiner, sie ist schon klein, das Angebot übersteigt die Nachfrage, die Preise kommen oben runter und es kommt zu den genannten Buchverlusten. Aber heisst das, sind dann eben vermeintlich sichere Obligationen doch nicht ganz so sicher? Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es leider sowieso nicht. Der Buchverlust, den wir vorhin gesagt haben, der hat eben insofern den Vorteil, wenn ich dem so sagen darf, der fällt vor allem während der Laufzeit der Obligation an. Wenn man die Obligation bis Ende der Laufzeit halten tut, gibt es im Normalfall 100% zurück, inklusive einem kleinen Zins oder kleinen Coupon. Die Rückzahlung die findet allerdings nur statt, wenn der Schuldner zu dem Zeitpunkt an der zahlungsfähig ist, also nicht ausgefallen ist. Da reden wir eben vom Ausfallrisiko. Und darum glaube ich schon, im heutigen Umfeld von schwächeren konjunkturellen Daten, Rezession, wo man redet, ist es umso wichtiger, dass man solide, bekannte, erstklassige Schuldner auswählt und vor allem nicht allzu lange Laufzeiten eingeht. Im bisherigen turbulenten Anlagejahr 2022 sind allerdings nicht alle Anlageklassen schlecht gelaufen. Besser als die Aktien, Obligationen und Kryptowährungen entwickelt haben sich Edelmetalle wie Gold und Silber, aber auch generell Rohstoffanlagen wie die Preise für Energie und Rohstoff im Zug vom Krieg in der Ukraine noch mal teurer geworden sind. Auch Immobilien in der Schweiz erleben weiter eine rege Nachfrage. Und das, obwohl Festhypotheken bereits mehr kosten. Wenn jemand jetzt Sicherheit sucht, macht es Sinn, dass er einen Teil von seinem Geld in Gold oder Silber investiert? Geopolitische Schwierigkeiten, Turbulenzen, steigende Teuerung sorgen grundsätzlich für ein positives Umfeld bei den Edelmetallen. Sie sind und sie bleiben als Stabilisator oder Stabilisatoren in einem Portfolio sehr interessant. Auch wir empfehlen, einen gewissen Anteil vom Anlagevermögen, vielleicht 5 bis maximal 10% in Edelmetall zu investieren. Bei Edelmetall muss man einfach beachten, es gibt keine Ausschüttung. Man kommt nicht irgendwie einen Zins, einen Coupon oder Dividenden über. Außerdem belastet die steigenden Zinsen die Preisentwicklung des Edelmetall. Wie gut ist man dann geschützt, wenn man jetzt auf Immobilien setzt, auf Immobilienaktien oder Immobilienfonds? Immobilien werden, wie auch die Edelmetallfonds, als sogenannte alternative Anlagen bezeichnet. Alternative Anlagen eignen sich prinzipiell immer gut aus Diversifikationsgründen, Streuung vom Gesamtvermögen als Beimischung in ein Portfolio. Bei Immobilien ist es so, die profitieren vor allem von stärkeren konjunkturellen Daten,
aber auch von tiefen Zinsen. Tiefe Zinsen haben wir nicht mehr. Die Zinsen sind gestiegen über die letzten paar Wochen und Monate. Die konjunkturelle Entwicklung hat sich verlangsamt. Und darum ist es auch hier sehr wichtig, um genau anzuschauen, in was für Immobilien das man investiert. Wir haben den Fokus aktuell ganz klar auf Wohnimmobilien. Welche weiteren Möglichkeiten hat man, wenn man sein Geld eben sicher anlegen will? Doch alles einfach mal auf dem Konto lassen, da hat man wenigstens kein Buchverlust. Die Situation ist ein bisschen verzwickt im Moment. Gerade aufgrund der hohen Inflation, hoher Teuerung, empfehlen wir Investitionen in Sachwerte wie Aktien, Immobilien oder eben Gold und Edelmetall. Geld auf dem Konto zu horten, birgt davor das Risiko, dass es Ende Jahr inflationsbereinigt, also real, weniger Wert hat wie heute. Also es hat durchaus auch Bargeld ein Verlustpotenzial. Ich glaube, schlussendlich macht es den richtigen Mix aus. Erfolgsversprechend ist es eine Streuung in verschiedene Anlageklassen, Edelmetall, Immobilien, Obligationen mit kürzerer Laufzeit, aber auch Aktien. Und da bevorzugen wir im Moment eher defensive, dividendenstarke Schweizer Unternehmen. Und in jedem Fall empfehle ich Ihnen, in dieser Situation das Gespräch mit Ihrer Bank zu suchen. Danke vielmals, Pascal Bruderer. Immobilien halten sich weiter gut und erfreuen sich nach wie vor einer regen Nachfrage. Preise sind weiter gestiegen. Das freut alle, die bereits ein Haus oder eine Eigentumswohnung besitzen oder in Immobilien investiert haben. Wer allerdings ein Haus kaufen will, braucht sehr viel Geld, damit er oder sie das nötige Eigenkapital einbringen kann, wo es bei der Bank oder Versicherungen für eine hausfremde Finanzierung braucht. Was für Möglichkeiten hat man, damit man seinen Traum vom eigenen Haus doch noch realisieren kann? Und auf was muss man rund um den Immobilienkauf und die Finanzierung sonst noch achten? Tipps dazu bringen wir das nächste Mal wieder hier im Geld. Einen schönen Abend.